Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. In den letzten paar Folgen haben wir uns eine Menge um Gunner Locations gekümmert und die Atom Cats getroffen. Und in dieser Folge habe ich, glaube ich, ein paar Sachen vormarkiert, ne? Jawohl, ich habe den Electric Club vormarkiert. Die Quest, die können wir direkt abgeben, tatsächlich. Habe ich mein Inventar ausgeleert? Ja, sieht so aus. So, direkt mal eben die Quest abgeben, den Teilen von der Spitzerfabrik. Die wollte ich aber letztes Mal schon abgeben. Habe ich dann vergessen. Passiert. Die Säge, die will ich benutzen, weil wir kein Midi-Bild haben. Weil, warum auch? Warum auf Nachkampf gehen, wenn man auch aus sicherer Entfernung kämpfen kann? Alan! Ist doch Alan, ne? Alan, ja, ist fast dasselbe. You're back. Were you able to find those parts? Ja. I've got them right here. You do? All right. Let me take a look. Yes. Yes. It's all here. It's really all here. You've more than earned your reward. Here. Here. Just like I promised. Now, I need to get back to work. Finally. So, das haben wir erledigt. Dann. Volt 88. Ich würde erstmal den Electricals Club investigieren, bevor ich zu Volt 88 gehe. Ich glaube, der Electrical Club, da ist nicht viel. Aber Volt 88, da ist viel. Da ist einiges. Das ist ja eins von den DLCs. Takes your breath away, doesn't it? Mehr oder minder. Hi. Hey, Molly Ayers. Wolltest du nicht vorhin reden? Hey, got a second? Jawohl, die spricht mich über zwischen den Folgen an. What's on your mind? What's on your mind? Just want to say it's been fun skipping through the Commonwealth with you. Granted, it's been a while since I worked with a partner, so there's been a few hiccups. I think a couple of times I messed up and was slow covering your six. Na, hab ich nicht bemerkt. I don't know. I haven't really noticed. Then forget I even brought it up. Either way, I'll get better at the whole team thing. It's like riding a bike. Just give me a week to ditch the training wheels. Ich glaube, wir sind in-game schon länger als eine Woche unterwegs. So. Hui. Der Electricals Hobbyist Club. Habe ich die nicht schon? Ich meine, das hätte ich schon gehabt, aber gut, dann kriege ich es halt nochmal. Okay, ich glaube, hier ist ein bisschen was wie Mist. Sind jetzt alle drei hier von respawned, alle drei Objekte? Baseballbat, Baseballglove. Hopp. Das kann ich verkaufen. Zum Schluss. Das sollte ja schnell gehen. Got it. Ja, ich glaube, jetzt ist nicht alles spawnen, wa? Das hier ein Eingang? Ja, hatte es. Aber da ist nichts. Ich habe übrigens zwischen den Folgen das ganze Fleisch gekocht, das wir noch eingelagert hatten. Okay, ich glaube, das ist wirklich alles zurück. Interesting. Interesting, da fehlt noch der Baseball, ne?
Hier ist irgendein Seife drin. Wenn ich den Baseball jetzt noch finde, können wir das alles drei bei uns ausstellen. Aber ich glaube, der Baseball war doch in der Dingens da, in der Vitrine, ne? Und da war ja nichts drin. Ich glaube, dann finden wir ihn auch nicht mehr. Naja, ich wollte ja eh nicht. Ja, ich wollte hier eh nicht hin. Das war nicht, wo ich hin wollte. Ich wollte noch die andere Seite vom Fluss. Und rüber. Ach, der ist der Mond. Fällt auf uns herab. So. Sind wir schon da? Ist auf jeden Fall eine Tanke. Ah, ich wusste nicht, dass sie auch so Mini-Stationen haben. Ramen-Bild. Yummy. So. Ich glaube, die Quest war nicht das einzige, was uns hier hingeschickt hat, ne? Ich glaube, hier waren noch mehr Sachen. Oh shit, hier ist alles verstrahlt. Dann gib mir mal eben. Ne, es ist bei Madison 2. Red Ray, Red X. Das ist ein Masterschloss. Welcome to the Greater Massachusetts Electrical Hobbyists Association. Nobody's here right now, so please leave a message. Nee. Wofür habe ich Master Level, wenn ich das nicht benutze? Sweet. Ah, okay. I get it. What? Okay. Okay, normalerweise werden wir hier, Alright. Also normalerweise werden wir hier reingekommen durch den Weg, der komplett vermint ist. Get it. Okay. So. Armbar. Wir schaffen das auch so. Hier kommen wir halt direkt zum Basement. Interessant. Mal gucken, was hier unten alles ist. You know, I feel like we got a good vibe going. I guess it's because we're both from the old days, so we get the same jokes and speak the same language. But it's more than that. I feel like you get me, in a way that only one other person ever has. Kick. Let's talk about this some other time. Sure. Anytime you want to chat, I'll be here. Yeah, weil wir sind hier nicht alleine. Sure. We aren't alone. Ja, pass auf, da ist eine Falle. Löst sie besser nicht aus. Looks like we're clear. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind alles, aber nicht in the clear. So, Ist da jetzt Zünd? Ich gehe mal davon aus, ja, aber
Ich weiß nicht, ob man Zünd so anschließen kann. Okay, das Ding ist nicht an. Was ist gerade unsere Mission hier? Wo ist der Handymodell? Nice. Warte. Okay, mache ich dann mal. Re klingt großartig gut. Du bist der entlaufene. Bist du der Cursor dann? Muss ja eine Cursor sein, ne? Habe ich Dings eigentlich schon auf Dings gelegt? Auf die 4? Nee, habe ich nicht. So. Ich habe keinen Bock, dass er uns zur Gefahr wird. Mal um. Okay, das sind einfach die Controls. Und. Excellent. Return the menu to Jack. Ach stimmt. Ja, das war das andere, was wir hier machen mussten. Okay. Das war für. Das ist nicht für den Jake, das ist für den anderen Jake. Wir haben jetzt zwei. Ja. Stimmt, ja. Wir haben ja einmal den Responder Jack und den zum Settlement Jack. Einer mit K, einer mit CK. Und das hier war für den Responder Jack. Ah, wo glaube ich hin? Ich kann einfach zur Seite gehen. Hi. Raus hier. Sehr toxisch, sehr viel nicht gut. So, das Level up verteile ich auch noch schnell. Das ist nicht schlecht, weniger Limit Damage. Wow, auf Level 3 kann ich keine Verknüpfung mehr erleiden. Das ist nicht schlecht. Ist das hier nicht der kaputte Skill, der einfach nicht funktioniert? Es gab irgendeinen Damage Resistance Skill, der nicht funktioniert. Das ging gut. Ist nicht so, deswegen hätte das Ding schon Stagger Chance und Knockdown Chance. Mit dem Skill habe ich jetzt noch mehr Stagger Chance. Okay, wo muss ich hin? Das haben wir. Dann haben wir da. Bisschen Dingens. Neon Winter. Das kann ich ganz schnell machen gehen. Ist ja sogar ein Schnellreisepunkt.
Hello. Die Institut-Scientists sind weg. So, jetzt dürfte ich reinkommen, ne? Neon Flats, Neon Flats. Komm schon, weg her. Ich will das neue Apartment sehen. Mittlerweile haben wir relativ viele Player Homes tatsächlich. Neon Winter. Hier ist einfach noch ein Elevator. Hi. Oh. Ah. Ah. Hier gibt es auch Licht. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Neue Werkbänke. Ich glaube, die kann ich jetzt auch bauen, ne? Oder muss ich dafür ein Magazin finden, dass die irgendwo rumliegt? Komme ich da ran? Komme ich da ran? Wir haben den Zettel. Okay, ich komme da einfach nicht ran. Ich kann den nicht nehmen. Ich will ihn aber nehmen. Ja, Weinflaschen. Warte, was? Tasche ist Gen 4. Wo ist denn hier die Troubleshooter-Pistole? Long Jones, T51 Helm, Institut Renegade Outfit. Secret Room. Secret Room klingt gut. Ah. Nice. Und das ist die Troubleshooter-Pistole. Oh, mit einem Custom Skin sogar. Und Architects Winter Jacket. Use Box. Nice. Was haben wir hier? Das sehen wir in der Lobby, okay. Auch das kann ich da nicht nehmen, den Zettel. Wo mache ich jetzt einen Screenshot für dieses, für Thumbnail? Einige gute Orte sich dafür anbieten.
Irgendeins davon wird es tun. So. Jetzt muss ich aber gleich mal gucken, ob ich in den anderen Settlements auch die Sachen bauen kann. Und vor allem, wo der Aufzug hier hinführt. Aber der führt ja offenbar nicht in die Lobby. Das ist ja der andere. In der Lobby war nur einer. Hi. Jetzt sind wir im dritten Stock. Der ist out of order. Schade. Okay. Ah, hier haben wir noch mal einen leeren Bereich, den wir... What? The other day, I put a scope on a minigun just for the hell of it. The working bench. Ah. Wir haben hier also einen leeren Flur, den wir freigestalten können. Aber fürs Museum ist es nicht groß genug. Also bei weitem nicht. Müsste deutlich größer sein. Nicht, wo das Museum hin tun sollen. Bling. So, kann ich die ganzen neuen Werkbänke jetzt auch alle einfach so bauen? Was ist das hier? Okay. Was ist das hier? Das ist dasselbe. Warum du zweimal dasselbe Terminal haben würdest? Keine Ahnung. Ein Zettel, den ich nicht nehmen kann. Ein Clipboard und ein Radio. Hier sind wieder Kronkorken. Warte. Ja, warte. Deko, Home Decor, Neon Flats. Hier ist das ganze Neon Flats Zeug jetzt. Ah, Ceiling Storage Unit. Auch nicht schlecht. Coffee Table. Ganze Deko-Kram. Hier sind die neuen Werkbänke. Weapons Workbench. Hacker Workstation. What? Und Armor Workbench. Was ist denn eine Hacker Workstation? Was kann ich hier machen? Ich habe das Gefühl, ich kann damit nicht wirklich was machen. Na gut. Nee, ich würde sagen, wir sind bei 13 Minuten. Das war's dann für diese Folge. Wir haben eine schicke neue Wohnung. Und irgend so ein Transmitter-Bauplan. Ich weiß nicht warum. Wir können darüber schon bauen. Aber naja, wird schon seinen Grund haben. Ich habe auf jeden Fall eine neue Wohnung. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Bye!